versuch's nochmal. Möchtet ihr etwas kaufen? Verdoppeln kann man da ruhig. Ja, das war schlecht. Boah, letztes Mal war das so einfach, ey. Hab ich doch so viel Geld gewonnen. Ich bin nicht zufrieden. Ich bin enttäuscht. Ich hatte wohl einen Glückstag. Verdoppeln. Wir haben jetzt 16. Nein, dann wollen wir nicht. Nee. Ja. Das ist echt unfair. Der cheatet heute. Ich verliere mein ganzes Geld. Ist ja wie im richtigen Leben. Ups. So. Das ist eine 2. Oh. Ja. Ich weiß nicht, was dieses... Okay, okay, Leute. Heute haben wir einen schlechten Tag, das ist nicht gut. Ich hätte letztes Mal so viel spielen sollen, bis das Spiel kaputt geht. Ich mache ein paar Proberunden, damit ich das mal ein bisschen verstehe, aber... Sieht nicht gut aus. Nee. Noch eine Karte? Versuchen wir mal. Vielleicht haben wir Glück. Oi. Kann ich helfen oder müsst ihr euch nur nein. Ich glaube, die Runde haben wir, oder? Okay. Wenn es nur Zahlen sind, kann ich das, aber mit diesen Symbolen da drauf und Asse und was weiß ich. Oh, habe ich keine Ahnung. Na. Na toll. Dann wagen wir es nicht mehr. Zeig mir doch nicht deine Karten, wenn ich kaputt gehe. Das macht mich nur noch trauriger. Was darf ich für euch tun? Ups. Nein. Wir verlieren bestimmt. Ja. Immerhin kann ich jetzt schon mal sagen, wann ich verliere. Fortschritte oder nicht? Kann ich helfen oder möchtet ihr euch nur... Nicht verdoppeln, aber kaufen. Nee. So, please. Oh, come on, das gibt's doch nicht. Okay. Ich hätte dich vorher speichern sollen. Wir wagen es jetzt mal. Ganze 25 Gold. Ich weiß nicht, was das ist hier. Nein, machen wir nicht. Nein. Oh, was? Das ist mir neu. Das ist mir noch nicht passiert. Oh, Leute. Heute habe ich keinen guten Tag. Nein. Okay. Ich bin fertig hier. Ich will den Mann verkloppen hier. Nein, du cheatest. Letztes Mal war der viel zu freundlich und hat mich immer gewinnen lassen. Ups, nein. Oh. Aber... Einen Moment, ups. Ich will mal was ausprobieren. Ja. So. Ich will mir nämlich mein Haus kaufen.
La la la. 500 oder 1000 war maximal. Oh, 1000 dann. Okay. So, bitte betet für mich. Wir können eigentlich noch eine Karte kaufen, ne? Oh Gott. Wir können auch noch eine kaufen. Oh Gott. Nein, aber wir haben das vielleicht in der Tasche. Oh Gott, ja. Dankeschön. So, wir können das auskaufen. Oh mein Gott. Adrenalin. So geht das, Leute. So macht man Geld. Ja, da müssen wir hin. Ich habe ihn zu Anfang extra gewinnen lassen, damit er ein bisschen Geld verdient, bevor ich ihm alles abzocke. Ja, ja. Wartet mal, ich habe da was vergessen. Und zwar das hier. Das war doch eine gute Attacke. Ups. Oh, der Arme. So brutal. Die sind doch fast süß, die Dinger, oder? Bams in den dicken Bauch rein. So, halt meine Kugel. Nein, lass meine Händler in Ruhe. Ja. Das hilft bestimmt, wenn wir die Treppenstufen schlagen. Vorsicht! Nein! Ist der gestorben? Oh Gott, du bist doch ein. Das gibt's doch nicht. Dann mach ich den hier fertig. Mit meinen Beats und Booms. So, ich wollte dann nochmal leveln, ne? Aber erstmal versuchen, ob wir das Haus kaufen können. Oh Gott, so viele Gegner. Bam. Surprise. Oh, schön. Ich liebe es. So, wenn man sich nämlich, wenn man nicht gut verteidigen kann, dann ist das eigentlich das Beste, was einem passieren kann. Boom. Wer schreit denn das? Oh nee, das Ding wieder. Was erzählen die Viecher denn hier eigentlich? Au. Was? Einmal in den Bauch pieksen, dann platzen sie. Okay, nicht gut. Zwei davon? Kein Problem. Oh, was? Alles klar. Oh, da kommt ein ahnungsloser, unschuldiger Händler. Wo kommst du denn bitte her? Ja, ich lauf doch nicht jetzt. Dieser Händler immer. Ja, du stehst gut da. Hat dir das schon mal einer gesagt? Kann ich total meine Disco-Kugel anwenden, wenn du da stehst. Bams. Okay, kommt her. Ihr Süßen. Au. Oh Gott. Ich hasse die Viecher ein bisschen. Halt, du bleibst hier. Jetzt kommen die Händler schon wieder hin. Oh, wow. Meine Nase juckt. Ey, jetzt haut mich doch nicht immer so um. Ich glaube, ich habe dem Händler einen mitgegeben. Oh, geil. Ich block mal gerade.
Katze. Oh, das hilft sogar was. Hau mich da, hau mich da. Hat er den anderen jetzt mit umgehauen? Das ist auch mal geil. Au. Oh nein. Hier ist wohl Respekt angebracht. Fleisch. Komm her, Hundi. Au. Fang das Stöckchen. Ah, hör doch auf zu rollen. Au. Und natürlich. Dann gerade nicht mehr geblockt. Platt jetzt, ich hab genug von dir. Oh, diese Geräusche, ist ja furchtbar. So, Leute, alles klar. Danke. Das ist aber auch eine Arbeit hier. Totenmeisti. Oh, die Fee schon wieder. Die gute Zahnfee. Nein, danke. Hast du was? Bitte keine Tattoos. Es ist ja, klar. Eine Freude, euch zu Diensten sein zu können. Und Bogen. Aber ich benutze meinen ja kaum. Plus 50. Kann man eigentlich machen? Ne, dann habe ich kein Geld mehr fürs Haus. Boah. Entscheidung über Entscheidung. Kann man nicht irgendwie arbeiten in diesem Spiel, oder? Oh nein, folg mir nicht. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Arbeiten und Geld verdienen. Das wäre doch was. Nicht nur durch Glücksspiele. Lass mich in Ruhe. War in den anderen Fables zumindest so. Das habe ich total gemocht. Da saß ich mal den ganzen Tag vor und habe da immer nur Geld verdient. Das war so ein kleines, süßes Minispiel. Wenn wir schon mal hier sind eigentlich, ne? Ja, von mir aus. Babam. Oh, es wird hell. Moralleistung. Hi. Was wollte ich hier? Ach so, ja, leveln. Skillen. Denn wir können. Vielleicht müsste ich hier auch nochmal, obwohl. Ich weiß nicht. Anzünden. Schön. Boah. Das sieht gut aus. Das wäre was für mich, glaube ich, ne? Oh ja. Das nehmen wir mit. Kann ich denn meine dicke Kugel hier irgendwie. Das war dieses hier, Stufe 2 ist das schon. Leben aussaugen. Gibt uns das Gesundheit? Absaugen, Entschuldigung. Ich kann nicht mal lesen. Oh. Okay. Boah, cool. Tugendhafte. Ich weiß nicht. Oh. Lalala. Wir haben ja jede Menge Zeugs jetzt. Leben heilen. Boom. So.
So. Kann nicht schaden eigentlich. Ich versuche mal gerade noch das eine auf Level 2 zu bringen, wenn es geht. Habe ich noch? Hier hoch. Anzünden. Genau, das... Fallen die da auch um? Okay. Na, ach so. Na gut, dann... Das hätte ich gerne noch ein bisschen... höher gehabt, aber gut. Kann man nichts machen. Was macht die Zähigkeit? Bäh. Naja. Okay, dann machen wir den hier unten. Da war noch irgendwas. Da-dan-dan. Oh, ich kann nur einmal das leveln. Nee, dann nicht. Ja, dann haben wir es erstmal, würde ich sagen. Ui. Oh, erstmal. Cool. Ist doch super, oder? Wenn ich nachher mehr Mana habe. Huch. Und wie kann ich andere heilen? Wahrscheinlich nur Leute, die in meiner Gruppe sind, oder? Hi. Ihr müsst das Räuberlager finden. Ja, Entschuldigung. Ich war ein bisschen abgelenkt. Ich muss erst mal mein zukünftiges Haus finden. Beamen wir uns zurück, Scotty. Oh, fail. Okay, oh. Ich steck sie ja schon weg, aber wie? Okay, so. So, kein Problem, Spiel. Danke, dass du es mir nochmal gesagt hast. Hi. Seid jetzt vorsichtig. Immer. Okay. Ich hätte gern so ein geiles Haus. Ja, was ist das? Ach, jetzt kann ich auch einkaufen. Aber brauche ich nicht. Ich habe ja schon ein neues Schwert gekauft. Super, oder? Ups, Entschuldigung. Viel zu groß hier. Ich verlaufe mich doch schon wieder. Häuschen. Kann man die Häuschen auch einrichten? Hallo, Schätzchen. Ist ja schön. Hallo, Held. Könnt ihr mir helfen? Klar. Oh, ein Held. Ich könnte eure Hilfe gut gebrauchen. Du siehst so klein aus von diesem Blickwinkel. Ich veranstalte einen kleinen Hühnerwettbewerb am Strand, hab da aber ein paar Problemchen mit Geistern. Süß. Es handelt sich doch bestimmt um irgendeinen verstorbenen Hühneraktivisten. Er verscheucht mir meine ganzen Spiele. Ihr könntet nicht, ihr wisst schon, eure Heldenmagie benutzen und ihn loswerden oder so? Unten am Strand. Hier unten? Boah, das sieht voll gut aus hier. Ich wollte gerade mein Messer holen und die Hühnchen abschlachten, aber es ist ja nicht Counter-Strike. Weg damit. Hallo. Na, wie ist es? Endlich eine Seele, die bei meinem Anblick nicht gleich flieht. Naja. So viele Jahre hause ich schon an diesem elenden Strand. Haben euch gar die Götter geschickt, meine schreckliche Qual zu beenden? Was soll denn diese Stimme bitte?
Mein Geist haust auf dem Meeresgrunde. Und meine arme Frau ist verarmt und untröstlich. Sie hält mich für einen einfachen Fischer, der auf dem Meer verloren ging. Es mag euch vielleicht schockieren, aber ich hatte einen Nebenverdienst als Pirat. Meinen zu Unrecht eroberten Schatz verbarg ich an der Mole am Weststrand. Wenn ihr ihn mit dem Spaten ausgrabt und den Schatz meiner Frau gebt, sollt ihr große Reichtümer bekommen, alter Seebär. Ihr braucht einen Spaten? Den gibt es in der Stadt. Wir haben ja eigentlich schon einen, oder? Ich habe mir schon mal einen gekauft, glaube ich. Ausrüstung? Ist das hier? Oh. Jan. So. Gegenstände. Spaten. Okay. Und wie benutzt man den? Zuordnen. Ja, das ist natürlich eine Idee. Oh. Nehmen wir das da.